Rund um den Klimabonus kehrt keine Ruhe ein. Bei der Abwicklung des 500 Euro Zuckerls für alle, die mehr als 183 Tage in Österreich leben, kam es immer wieder zum Chaos. Nun sorgten auch die Kosten für Gutscheinabwickler Sodexo für große Aufregung. Zuletzt rechnete die SPÖ vor, dass das Gutscheinunternehmen 3 Millionen Euro plus 3% Bearbeitungsgebühr, in Summe also 21 Millionen Euro, vom Staat erhalten habe. Im Klimaministerium rückte man darauf am Dienstag aus, um die Finanzen in der Causa klarzustellen. Diese Zahlen sind ein Mythos. In Wahrheit ist es nur ein Bruchteil davon, erklärt Sodexo-Chef Andreas Sticher gegenüber Österreich. Wie das Klimaministerium bestätigt, fließen tatsächlich nur 7,91 Millionen Euro an den Gutscheinriesen. 3 Millionen davon als Fixum. 4,91 Millionen für die Bearbeitung, also rund 0,8% der 635 Millionen, die mittels 1,2 Millionen Gutschein verteilt werden. Von den rund 8 Millionen dürften Sodexo nicht viel übrig bleiben. Alleine die Banktransaktionskosten sollen die Hälfte des Betrags ausmachen. Für den Klimabonus im nächsten Jahr darf man sich aber an Sodexo gewöhnen. Die Rahmenvereinbarung mit der Regierung läuft 4 Jahre.